WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 23. Januar 1897. Der Geburtstag der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. Die Architektur, wie sie an sich ist, im Vergleich zur Bildhauerei oder Malerei, sie schwebt nie so im luftleeren Raum. Man ist immer an ein Programm gebunden, an das reale Leben. Das Zweite ist die Präzision. Die Tatsache, dass jeder Millimeter, den man zeichnet, auf dem Papier umgesetzt ins Dreidimensionale, dann Räume für die Menschen schafft, in denen sie sich eben wohlfühlen oder in denen sie Missbehagen empfinden. Nun, die dritte ist natürlich das Künstlerische. Diese drei Ursachen waren wohl, dass ich unbedingt Architektin werden wollte. Kein leichter Weg für eine Frau in Wien Anfang des 20. Jahrhunderts. Geboren bin ich im 5. Bezirk, der interessanterweise Margareten heißt. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt und bin dann zuerst 2 Jahre in die grafische Lehr- und Versuchsanstalt gegangen. Wollte aber immer an die sogenannte K&K, Kaiserlich-Königliche Kunstgewerbeschule, die ja wahrscheinlich die beste Kunstschule in Europa damals war. Auf die Kunstgewerbeschule zu gehen, war für Frauen ihres Milieus zu der Zeit überhaupt nicht ungewöhnlich. Allerdings, dass sich herausstellt, Architektin werden zu wollen, das war doch eher ungewöhnlich, sagt die Kunsthistorikerin und Schütte-Lihotzky-Expertin Cordula Mohr. Aber Margarete Lihotzky ist eine unkonventionelle, selbstbewusste Frau. Modisch, mit kurzer Schnitt und Ballonmütze, mit Hemd und Krawatte. Biografin Mona Horn-Kassel. Und sie hat es geschafft, in diesem sehr wechselvollen Leben, in diesen sehr wechselvollen Zeiten, für sich auch immer ein Ziel zu schaffen. Und das Ziel war immer die Verbesserung von Lebensqualität. Unbeirrt beginnt sie 1915, mitten im Krieg mit 18 Jahren, ihr Architekturstudium als erste Frau Österreichs. Mein Professor hat sich ja dagegen gewehrt, mein Vater hat sich dagegen gewehrt. Nicht, weil sie so rückständig waren, sondern ich erinnere mich, mein Vater hat gedacht, ich wäre in dem Beruf verhungern. Der hat gesagt, na, wie stellst du dir das vor, was wirst du machen? Und da habe ich gesagt, ich werde einen Architekten im Büro zeichnen. Ich habe mir selbst 1916 nicht vorstellen können, dass man mir den Auftrag gibt, ein Haus zu bauen. So war die Situation. Doch Margarete überzeugt Vater und Professoren. 1918 beendet sie ihr Studium mit einem klaren Berufsziel. Ich wollte immer nur Wohnungsbau machen. Schon in der Schule hatte ich einen Wettbewerb mitgemacht für Arbeiterwohnungen. Ich war die einzige von 200 Teilnehmern, die mit standardisiertem Material gebaut, mit standardisierten Fenstern, Türen und so weiter, damit sie billig waren. Natürlich Holzbau. Und das ausgerechnet wieder eine Frau. Also, ich bin eine alte Systematikerin. Ein Talent, das dem Nachkriegs-Wien zugutekommt. Die Wohnungsnot ist groß. Hunderttausende Menschen sind obdachlos, leben in Heimen, Zelten oder in Kleingärten. Aus Brettern und Dachpappe haben sie sich provisorische Hütten gebaut. Auf diese Weise ist ein wildes Siedeln um die Stadt herum entstanden. Und das durfte so nicht weitergehen. Der Meinung ist auch der bekannte österreichische Architekt Adolf Loos. Er holt die engagierte Kollegin ins Siedlungsamt. Zum ersten Mal in ihrem Leben macht die privilegierte Bürgerstochter Margarete Lihotzky nun direkte Bekanntschaft mit dem kleinen Mann auf der Straße. Ohne Berührungsängste. In Wirtshäusern, verrauchten Wirtsstuben, bei Petroleumlampen habe ich meine Pläne den Leuten erläutert und gesagt, was sie machen sollen, damit sie Subventionen kriegen und anfangen können. Und das waren meine ersten Kontakte mit Arbeitern. Sie hielt sehr, sehr viele Vorträge vor Frauenverbänden, bei Gewerkschaften. Sie hat sich da einen ganz, ganz großen Kreis gesucht, um publik zu machen, was sich im Bereich des Wohnens verändert und aus der Sicht des Architekten auch absolut verbessert. Es ist die Zeit des neuen Bauens, des Funktionalismus. Berühmte Vertreter dieser Richtung sind Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe und Margarete Lihotzky.
Ihre Wohnungen unterscheiden sich grundlegend vom gewohnten Zuhause des gerade beendeten 19. Jahrhunderts. Große Räume, riesige Möbel, dafür ist kein Platz mehr. Rationalisieren, standardisieren und dadurch bezahlbaren Wohnraum schaffen für alle sind die Prinzipien. Und ich bin eben auf den Gedanken gekommen, dass die Berufstätigkeit der Frauen sehr, sehr zunehmen wird. Und zwar nicht nur, weil sie dazu verdienen zum Einkommen des Mannes, sondern dass das auch kommt, wie man heute sagt, für die Selbstverwirklichung der Frauen. Davon war ich überzeugt. Und jemand anderes auch. Der Frankfurter Stadtrat Ernst May holt die österreichische Architektin 1926 an den Main. Und als ich ankam dort, das Erste, was May mir gesagt hat, war, ich möge mich mit den Grundrissen beschäftigen und im Zusammenhang mit Rationalisierung der Hauswirtschaft. Und das war so der erste Anfang der Frankfurter Küche. Die Frankfurter Küche ist die Erfindung, mit der Margarete Schütte-Lihotzky Architekturgeschichte schreibt. Dafür hat sie ein Dreivierteljahr lang mit Maßband und Stoppuhr ihrer Vorliebe für Präzision und Rationalität gefrönt. Heraus kommt bis ins Detail durchdachte Funktionalität auf knapp 6,5 Quadratmetern. Der Weg, Arbeitstisch in der Küche oder vom Herd, zum Esstisch durfte nicht länger wie 3,50 Meter sein. Zum Beispiel war eine Dunsthaube, das war schon mit dabei. In so einem kleinen Raum muss man ja einen Abzug haben. Ich habe eine Schiebelampe gemacht, die hat einen Lampenschirm gehabt, der war im Winkel genau ausgerechnet, dass sich die Frau nirgends Schatten macht, wo sie arbeitet. Oder ich habe erfahren, dass auf Blau keine Fliegen gehen, da habe ich dann alle Küchen blau gestrichen. Die Resonanz auf die erste Einbauküche der Welt ist eher negativ. Ja, zuerst haben sich die Leute zum Teil lustig gemacht. Zuerst ist die Sache bekämpft worden. Als aber dann die ersten Küchen wirklich gestanden sind, da verstummte alle Kritik. Denn die Frauen, die dort gearbeitet haben, waren wirklich alle sehr zufrieden. Und sie haben ja gesehen, wie viel Arbeit sie sparen können, wenn man wirklich so überlegt projektiert. Und kostensparend für die Nutzer. Denn auch die Finanzierung der Küchen ist überlegt projektiert. Das heißt, die Kosten der Kücheneinrichtungen wurden gleichzeitig mit dem Wohnungsbau subventioniert und die Leute mussten nur eine Miete für die Einrichtung zahlen. Wieder steht für Margarete Lihotzky das soziale Engagement im Vordergrund. Nach demselben Prinzip baut sie in Frankfurt riesige Wohnsiedlungen, Wäschereien und Kindergärten. Aber davon wird kaum gesprochen. Mich ärgert natürlich, dass die Leute immer nur von einer Frankfurter Küche reden. Sie werden lachen. Ich habe nie selbst gekocht, bevor ich die Frankfurter Küche gemacht habe. Bei mir zu Hause in Wien hat die Mutter gekocht und in Frankfurt bin ich ins Gasthaus gegangen. Verheiratet war ich erst später. Genauer gesagt ein Jahr später. 1927 heiratet sie den Architekten Wilhelm Schütte. Ja, ich habe einen Kollegen geheiratet, der sich mit Schulbau beschäftigt hat, der nicht direkt bei May gearbeitet hat, aber auch bei der Stadt. In der Weltwirtschaftskrise fehlt das Geld fürs Bauen und beide verlieren ihre Jobs. Aber der Frankfurter Stadtrat Ernst May bietet einen Ausweg. Das kam so, dass ein russischer Architekt kam nach Frankfurt im Auftrag der russischen Regierung und hat die Frankfurter Siedlung studiert. Daraufhin bekam ich einen Ruf nach Russland. Gemeinsam mit 11 weiteren deutschen Architekten fährt das Ehepaar Schütte-Lihotzky im Oktober 1930 in die Sowjetunion. Wir waren geholt für den Aufbau der neuen Städte der Schwerindustrie, sodass unsere größte Aufgabe war Magnitogorsk. Heute ist es eine Stadt, damals war es nichts, nur ein Erzberg. Ein riesiger Erzberg, wo im Tagbau Eisen gewonnen wurde. Und zu diesem Erzberg musste man eine große Stadt projektieren. Das war projektiert für 200.000 Menschen als eine Großstadt. Zunächst sind die ausländischen Experten hochwillkommen. Doch ab Mitte der 30er Jahre verschärft sich das politische Klima. Stalins Säuberungsaktionen vertreiben auch die deutschen Architekten. Margarete und ihr Mann müssen sich eine neue Heimat suchen. Denn Österreich oder Nazi-Deutschland kommen für sie nicht in Frage.
Der Architekt Bruno Taut holt das Paar in die Türkei und gibt ihm Arbeit in seinem Büro für Schulbau. Da kam eines Tages zu uns ein Architekt, Herbert Eichholzer, ein österreichischer Emigrant. Und er hat eine österreichische Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus in Österreich aufgebaut. Und ich habe mich sofort gemeldet, dass ich doch geeignet bin, die Verbindung herzustellen zwischen den Widerstandsgruppen, die es da gegeben hat. Erstens habe ich politisch in Österreich keinen Stempel gehabt. Zweitens war ich keine Jüdin oder jüdisch versippt. Und drittens, große Kreise kannten mich ja, also politisch verlässlich. Also war ich sehr geeignet. Im Dezember 1940 reist die Widerstandskämpferin Margarete Schütte-Lihotzky nach Wien. Mein Hauptauftrag war eigentlich, den Kopf der damaligen Widerstandsbewegung zu bewegen, dass er schnell hinausreist. Offenbar hat man schon gewusst, dass es sehr gefährlich ist. Das ist es auch für Margarete. Ein Spitzel verrät sie. Knapp 3 Wochen später wird sie von den Nazis verhaftet. Und da habe ich 15 Jahre Zuchthaus bekommen, nach Beantragung eines Todesurteils. Wie durch ein Wunder bin ich gerettet worden und bin dann 4 Jahre, 3 Monate und 1 Woche eingesperrt gewesen. Nach dem Krieg trennt sich Margarete Schütte-Lihotzky in aller Freundschaft von ihrem Mann. Die lange Haftzeit hat das Paar entfremdet. Die Architektin geht zurück nach Wien und hofft auf Bauaufträge ihrer Heimatstadt. Ich habe mir gedacht, sie werden froh sein, weil ich ja doch im Ausland sehr viel Erfahrungen gesammelt habe und auch hier schon in den 20er Jahren beim Wohnungsbau war. Naja, da bin ich eben boykottiert worden. Grund ist ihre kommunistische Vergangenheit, wissen die Architektin und ihre Biografin. Ja, natürlich nur deshalb. Die großen Nazi haben schon große Aufträge gehabt und ich habe 20 Jahre keine Aufträge gehabt. Da kommt sie zurück. War im Widerstand, hat ihr Leben riskiert für die Freiheit Österreichs in Opposition zu Hitler. Und der Widerstand in Österreich war nun mal durch die Kommunisten organisiert. Dann kommt sie zurück und da gibt's so viele Baumaßnahmen und sie wäre so gebraucht worden. Und dann kriegt sie aus politischen Gründen keine Aufträge mehr. Doch Margarete Schütte-Lihotzky lässt sich nicht unterkriegen. Sie arbeitet als Städtebauexpertin für die UNO, ist tätig im Erziehungsministerium von Havanna und forscht an der Bauakademie in Ost-Berlin über Kinderanstalten. 1980 schließlich verleiht die Stadt Wien der 83-Jährigen den Preis für Architektur. Margarete Schütte-Lihotzky hat keine Architekturdenkmäler errichtet, sondern kontinuierliche, beharrliche Arbeit geleistet. Und irgendwann, ich sag's ganz salopp, kam der Staat Österreich nicht mehr an ihr vorbei. Es war schlicht und ergreifend peinlich, ihr nicht jetzt auch einen Architekturpreis zu geben. Und so wurde sie dann rehabilitiert, aber ich glaube, sie hat da geschmunzelt, sie stand dann auch drüber. Jetzt habe ich alle Ehren und bin 4-facher Ehrendoktor und jetzt schätzt man meine Arbeit sehr. Ich habe auch noch einen Kindergartenauftrag gehabt, aber weil ich sehr schlecht sehe, konnte ich den leider nicht mehr durchführen. Bis zu ihrem Tod im hohen Alter von 102 Jahren am 18. Januar 2000 lebt Margarete Schütte-Lihotzky in Wien. In einer selbst entworfenen Wohnung, natürlich mit Frankfurter Küche. Ich finde eine der schönen Anekdoten, da sieht man, wie stark Leben und Arbeiten bei ihr verflochten war. Wie sie dann schon 93 Jahre alt war in Wien, konnte sie sagen, dass sie genau 165 Schritte machen muss zum Mittagstisch ihres Lieblingsrestaurants von zu Hause aus. Also es ist ihr alles so in Fleisch und Blut übergegangen, beziehungsweise sie hatte charakterlich wahrscheinlich optimale Anlagen auch, um Architektin zu sein. Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an Margarete Schütte-Lihotzky, die am 23. Januar 1897 geboren wurde. Redaktion Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über den preußischen König Friedrich den Großen. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de